Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute, vor 135 Jahren, wurde Schachweltmeister José Raúl Capablanca geboren. Und ja, zu seinen Ehren wollen wir heute eine Partie von ihm anschauen. Und zwar eine aus dem WM-Match gegen Aljechin 1927. Capablanca führte die weißen Steine und Capablanca ist insbesondere sehr bekannt dafür, ein sehr starker technischer Spieler zu sein. Wollen wir mal schauen, ob er das in der Partie auch zeigte. D4, Springer F6, Springer F3, also auch damals schon Damen-Bauern-Spiele recht beliebt. B6 und G3. Ja, Schwarz möchte den Läufer 4 entkettieren, dementsprechend tut Weiß das gleiche und möchte diesen direkt neutralisieren. Läufer B7, Läufer G2 und hier spielte Schwarz C5. Capablanca rochiert einfach, die Entwicklung fortzusetzen schadet im Allgemeinen nie, deshalb sollte man das auch in solchen Stellungen tun. Es folgte C schlägt D4, Springer schlägt D4, Läufer G2 und hier können wir direkt sehen, wie das oft endet, wenn sich zwei Läufer auf der langen Diagonale gegenüberstehen. Sie greifen sich einfach gegenseitig an und dauerhaft ist ein Tausch schwer zu vermeiden. König schlägt und D5. Hier muss man beachten, Schwarz ist noch nicht so super gut entwickelt, also nur der Springer steht auf F6. Der Springer von B8 ist noch nicht entwickelt und der Läufer von F8 auch nicht. Und ganz wichtig ist, der Läufer von F8 kann auch gerade nicht entwickelt werden. Weiß spielte C4 und versucht, das direkt mit der Öffnung der Stellung auszunutzen, denn der schwarze König steht ja noch im Zentrum. E6 und Dame A4 Schach. Das ist ein sehr interessanter Zug. Was soll Schwarz jetzt spielen? Der Springer möchte eigentlich nicht unbedingt nach D7, deshalb spielte Aljechin hier Dame D7. Und hier fand Capablanca einen sehr, sehr starken Zug. Wenn ihr selbst nachdenken wollt, dann haltet einfach das Video an. Dame schlägt D7 wäre hier nicht so toll, denn nach Springer schlägt D7, C schlägt D5 und Springer schlägt D5, zum Beispiel Turm D1, hat Schwarz eine sehr solide Stellung. Die Bauernstruktur ist recht symmetrisch, die weißfeldrigen Läufer sind vom Brett und hier ist einfach nicht viel los. Und es ist recht wahrscheinlich, dass diese Stellung Remis ausgehen würde bei zwei so starken Spielern. Capablanca fand aber Springer B5. Eine sehr interessante Idee, um den schwarzen Entwicklungsnachteil auszunutzen. Es droht jetzt Springer C7, also Schwarz kann nicht einfach nichts machen und spielte Springer C6. Das löst die Fesselung der schwarzen Dame auf und verhindert so Springer C7. Nun schlug Weiß auf D5. Und auch hier ist wieder die Frage, wie soll Schwarz reagieren? Dame schlägt D5 ist tatsächlich nicht so gut, denn nach König G1 droht wieder Springer C7. Also muss die Dame zurück und jetzt Läufer F4. Weiß erneuert die Drohung, Springer C7. Und nach Turm C8, Turm D1 sind die schwarzen Figuren etwas überfordert. Weiß kann sich weiterentwickeln, Schwarz muss dauerhaft Springer C7 verhindern. Generell auch der Springer auf C6 steht recht locker da, weil der Bauer auf B7 ja jetzt auf B6 steht und ihn nicht mehr verteidigt. Deshalb entschied sich Schwarz für E-Schläge D5. Läufer F4 erneuert die Drohung, Springer C7. Turm C8 und Turm C1. Und hier nach Läufer C5 ist, glaube ich, ein sehr guter Moment, um das Video anzuhalten und darüber nachzudenken, wie man weiterspielen sollte. Denn Weiß hat hier eine sehr, sehr starke Fortsetzung und Capablanca gelang es auch, diese zu finden. Springer C7 wäre hier nicht so toll, denn tatsächlich nach König E7 ist gar nicht so klar, wie es weitergeht. Der König kann sich im Zweifel später auf F8 verstecken, der Turm kommt zum Beispiel über D8 raus und der Springer auf C7 droht vielleicht auch einfach geschlagen zu werden. Aber Weiß fand hier den starken Zug B4. Was ist die Idee davon? Ja, die Idee ist es einfach, die C-Linie wieder zu öffnen. Nach Springer schlägt B4 würde Springer D6 folgen. Das ist ein großes Problem für Schwarz, denn die Dame auf D7 ist nun gefesselt, deshalb kann der Läufer nicht nehmen, weil dann würde der Turm auf C8 mit Schach hängen. Und nach König E7, ja, Dame schlägt D7, König schlägt D7, geht eben die Qualität verloren. Und nach Turm C8, Springer D2, hat Weiß natürlich noch einiges an Arbeit zu tun, aber Weiß steht hier in jedem Fall klar besser. In der Partie folgte Läufer schlägt B4, auch das recht logisch, aber hier kommt die andere Pointe, hier nimmt Weiß auf C6. Ja, was ist hier der Punkt? Der Punkt ist, dass einfach der B4 jetzt nicht mehr gedeckt ist. Und nach Turm schlägt C6, Dame schlägt B4, hat Weiß zwei Leichtfiguren für den Turm und Schwarz hat immer noch nicht rochiert. Es folgte Springer E4 und Springer D2. Weiß beendet die Entwicklung. Schlägt, schlägt und Schwarz nutzt die Chance zu rochieren. Hier sollten wir vielleicht mal kurz anhalten, wie ist diese Stellung einzuschätzen. Weiß hat Läufer und Springer gegen Turm und Bauer. Das
ist materiell zumindest ungefähr ausgeglichen. Es ist jetzt nicht ganz klar zu sagen, da steht eine Seite deutlich besser. Was man aber festhalten sollte hier ist, dass die weißen Leichtfiguren sehr aktiv stehen und gut zusammenspielen. Dazu kommt, dass der Bau auf D5 bereits sehr schwach ist. Und das sollte insgesamt für Weiß sprechen. Schauen wir mal, wie die Partie weiterging. Es folgte Turm D1, Turm C5, okay, der Springer muss ziehen, und Springer D4. Turm E8 und Springer B3. Capablanca macht das sehr schlau, er möchte den Turm von C5 verjagen, weil dann ja auch der D5 hängt. Allerdings geht er es langsam an. Nach Turm C8 spielt er erstmal E3. Der Punkt ist, dass wenn man D5 nehmen würde, natürlich auch E2 hinge, deshalb E3. Und jetzt nach Dame A4 schlug er auf D5. Turm C2. Und hier setzte er wahrscheinlich nicht ganz richtig fort. Hier kommt auch etwas zum Tragen, das vielleicht damals noch nicht ganz so klar war und nicht in allen Lehrbüchern zu finden. Und zwar, wie sollte man mit dem Materialverhältnis zwei Figuren gegen Turm umgehen? Grundsätzlich sollte man da verstehen, zwei Figuren gegen Turm haben den Vorteil, dass man einen Punkt oder ein Feld öfter angreifen kann. Weil zwei Figuren können natürlich ein Feld zweimal angreifen, der Turm kann es nur einmal verteidigen. Und deshalb sind zwei Figuren vor allem im Mittelspiel gut, wo sie zum Beispiel den schwarzen König angreifen könnten. Und das ist auch der Grund, warum, wenn man zwei Leichtfiguren gegen einen Turm hat, man gerne noch das zweite Turmpaar drauf hat. Denn Turm und zwei Leichtfiguren wirken sehr gut zusammen und genau das ist der Grund, warum Weiß hier nicht die Türme tauschen sollte. Weiß sollte Dame F3 spielen. Und nach Dame schlägt A2, Springer D4. Und hier nach Turm D2 hat man wahrscheinlich wenig Wahl, aber hier ist die Situation etwas anders, denn plötzlich werden die weißen Figuren super aktiv und nach Turm F8, Läufer D6 wird es schon sehr schwierig für Schwarz. Weiß hat hier viele Ideen, also erstmal ist die Frage, wo kann der Turm überhaupt hingehen? Der hat nicht besonders viele Felder und Weiß kann dann versuchen, sich irgendwie auf den Königsflügel zu stürzen oder auch einfach beide Damenflügelbauern wegzunehmen. In der Partie tauschte Weiß direkt ab. Und hier hat Schwarz mit der falschen Figur auf A2 genommen. Es sollte die Dame nehmen. Und nach Dame D7, Turm F8, Turm schlägt C2, sieht die Stellung etwas anders aus, denn hier kann die schwarze Dame aktiviert werden. Und hier ist Läufer D6 nicht mehr ganz so schlimm, da Dame D5 Schach geht und der Läufer ist nun erstmal gefesselt. Auch hier steht Weiß noch besser, aber es ist einfach nicht mehr so klar. Schwarz schlug aber mit dem Turm auf A2. Und hier ist der Punkt, dass nach Turm A2, Dame A2, Dame C6 Weiß die Initiative ergreift, weil Schwarz reagieren muss. Nach Turm F8 folgte Springer D4. Und hier kann die Dame nicht nach C4, sie kann nicht nach D5, sie kann nicht nach B3, sie kann einfach nicht zurück ins eigene Lager. Schwarz spielte hier König H8, den finde ich ehrlich gesagt sehr mysteriös. Ich fand sowas wie H6 logischer, einfach mal ein Luftloch schaffen. Dann kann man vielleicht auch mal den Turm von der 8. Reihe befreien. Und nach Läufer C7 mit der Idee einfach E4, E5 zu spielen, dachte ich vielleicht König H7, E4. Und vermutlich ist es an der Zeit, den B-Bauern einfach aufzugeben und mit dem A-Bauern zu laufen. Aber nach Dame B6, A4, Dame C5, Turm E8 und Schach. Sieht es aus, als wenn Weiß durchaus eine sehr starke Initiative hat. Aber der A-Bauer lenkt die weißen Figuren etwas ab und beschäftigt den Weißen, also ist es alles noch nicht ganz trivial hier für Weiß. Nach König H8 fand Capablanca einen sehr schönen Weg, den Läufer in Angriffsposition zu bringen, und zwar Läufer E5. Ja, eine wichtige Idee ist jetzt, vielleicht Dame H6, vielleicht aber auch einfach auf G7 zu nehmen und Springer F5 zu spielen. Also zum Beispiel nach A5 nimmt man einfach und das führt zum Matt. Schwarz kann noch die Dame abgeben, aber ja, viele Züge sollte es nicht mehr dauern. Es folgte F6 und hier Springer E6. Turm G8, Läufer D4. Der Läufer bleibt in der Nähe des Königs und schaut weiterhin auf der langen Diagonale. Schwarz muss jetzt dauerhaft aufpassen, ob Springer Schlägt G7 vielleicht eine Idee ist. Zum Beispiel nach H6 hätte man das sofort tun können. Turm schlägt, Dame schlägt F6 und nach Dame D5, König G1 gibt es keinen Dauerschach und nach Dame G5, Dame F8 gewinnt Weiß den Turm auf G7 und dieses Endspiel sollte gewonnen sein, aber auch hier hat man technisch noch ein bisschen Arbeit vor sich. Und deshalb gefällt mir der Zug von Capablanca besonders gut. Er spielte nämlich H4. Die Idee ist so ein bisschen, Schwarz kann die eigene Stellung überhaupt nicht verbessern und Springer schlägt G7 läuft nicht weg. Es folgte Dame B1 und erst jetzt Springer schlägt G7. Was ändert das? Ja, was das ändert, es gibt keinen Schach mehr auf D5. Und nach Turm schlägt G7, Dame schlägt F6,
Dame E4 kann der König nach G1 und hier nach Dame G4 hängt der H6 mit Schach. Wenn ihr euch erinnert, in der anderen Variante stand die schwarze Dame auf G5, da konnte man H6 nicht nehmen. Ja, Schwarz spielt hier der Dame G6, aber nach H5. Kann die Dame nicht auf auf G7 schlagen, wegen Läufer schlägt F6 und einer unangenehmen Fesselung. Und nach Dame F7, Springer F5, König H7, Dame E4. Weiß spielt weiterhin auf Angriff. Ganz wichtig, zwei Figuren im Angriff sind einfach deutlich besser als der Turm in der Verteidigung. Und nach Turm E8, Dame F4. H6 hängt, muss verteidigt werden. Nun Springer D6, Turm E7. Und der F6 ging verloren. Schwarz gab noch Schach. E4 und Turm G7. Geschlagen, Springer F5 und nach König F7, Dame C7. Gab Schwarz auf, ich meine, Weiß hat auch eine Figur mehr und wird dazu wahrscheinlich auch noch bald matt setzen. Das wollte sich Ayerchin dann nicht mehr anschauen. Ja, leider verlor Capablanca dieses Match und damit auch seinen WM-Titel gegen Ayerchin nach 6 Jahren Weltmeister. Aber ja, dennoch fand ich das eine sehr schöne Partie, in der er gut gezeigt hat, dass er auch mit Ayerchin durchaus mithalten konnte und dass er auch nicht nur technisch veranlagt war, sondern wir haben auch in der Öffnung bzw. im frühen Mittelspiel diese Idee mit Springer B5 gesehen, in der Weiß sehr dynamisch spielen musste, um Vorteil zu bekommen. Und auch B4, dieses Bauernopfer, das ja am Ende keines war, weil man das Material zurückgewinnt, ist ein sehr starker Zug und ja, ein deutliches Zeichen dafür, wie stark Capablanca schon vor 100 Jahren war. Ja, dann nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, auch wenn der gute Herr leider schon 1942 an einem Schlaganfall verstorben ist. Aber vor 135 Jahren, heute ist er geboren und ich denke, er hat viele schöne Partien gespielt. Ich hoffe, diese hat euch gefallen und ja, ich hoffe auch vielleicht, dass euch das Format gefällt. Dann lasst es mich gern wissen, dann schauen wir auch gerne von anderen alten Weltmeistern noch ein paar Partien an, vielleicht auch immer zu ihrem Geburtstag. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!